Hallo und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noah. Bloß keine Leute überfahren hier. Wir sind immer noch dabei, den Brandfall zu lösen. Mittlerweile werden wir bedroht von Kollegen, gefühlt von der halben Stadt, genauso wie die andere Hälfte der Stadt uns immer noch hasst dafür, dass wir als verheirateter Polizist einfach einer anderen Frau verfallen sind und jetzt sogar bei ihr leben. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu Herbert Chapman, einem Mann, der eventuell etwas damit zu tun haben könnte. Wir hatten ihn schon mal festgenommen. Er wurde gerade erst gestern Morgen aus dem Gefängnis bzw. aus der Haft einfach entlassen. Und ja, er tauchte noch auf einer weiteren Liste auf. Und darum kümmern wir uns jetzt einfach. Jetzt komm nicht wieder mit einem Straßenverbrechen, Alter. Oh, sorry. Gerade schon wieder dieses kleine Knacken vom Funkgerät gehört. Chapman's apartment. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. Is there some kind of problem? Let's take a look at the car. Let's see what he's hauling around. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Er hat einen ganzen Karton davon. Definitely gives him opportunity. Dazu wissen wir scheinbar, dass er bewaffnet ist. Wissen wir, dass er scheinbar bewaffnet ist. Metalldurchschlagende Kugeln. 50 rauchfreie Zentralfeuerpatronen. We should advise the APB. He's clearly armed. Yes. Ja, und hier natürlich diese Spiralen, ne? Genau. Motive, opportunity, and hard evidence. Hold it, cool. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. He's seen us. Cops. Again. Was? Oh, Leute, ernsthaft? He must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass der jetzt... I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Ich weiß gerade nicht besseres, deswegen fahre ich jetzt irgendwann so hinterher. Ausbremsen können werden wir ihn wahrscheinlich nicht. Stay on his ass, Paul. Don't lose him. Oh, der ist fliegen gegangen. Ja, wie soll ich den verlieren? Der ist auf Schienen, Alter.
Oder soll man ihn rammen? See if you can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Ich soll ihn rammen. Da ist auf der rechten Seite schon. You gotta get me closer. Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. I think I got a shot here. Okay, ich soll ihn nicht rammen, ich soll einfach nur schießen lassen. Alles klar. Keep it on the road, goddammit! Oh, shit. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Wo ist er? Uiuiui. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? You'll be calling Richard Nixon a crook next. Nun, wissen Sie... Wegen Richard, also... Wo sind wir denn hier? Natürlich, natürlich, natürlich. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. He worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Verhörkunst. Weil wir wirklich alles fertig haben. Nice. 13 von 13 Hinweisen und 8 von 8 Fragen. Dazu muss ich sagen, ich habe dreimal Intuition benutzt. Aber ganz ehrlich, ich habe 5-mal Intuition zur Verfügung jetzt jedes Mal für jeden Fall, von daher. Na gut. Also wirklich, ein absolut ehrenhafter Fall. Chapman nimmt sein Motiv und alle möglichen Verbindungen zu Monroe und Elysian mit ins Grab. Mal schauen, wie es weitergeht. Ein Streichholzhaus. Das klingt ungesund, liebe Freunde. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Elsa Lichtmann. Spielen wir jetzt Kelso? What the fuck? 23. September. Ja.
Sehr geehrtes Miss Lichtmann, bezüglich der Angelegenheit und dem plötzlichen Tod von Mr. Louis Jan Buchwalter informiere ich Sie mit diesem Schreiben darüber, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchwalter ab... okay. Beigefügt finden Sie einen Scheck über $20,000, den maximal auszahlbaren Betrag nach Klausel 4a der Life Care Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer, California. Zahlen Sie den Betrag von $20,000 an Elsa Lichtmann aus. Okay. There's no need to come into the office, Ms. Lichtmann. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Spielen wir jetzt wirklich Jack Kelso? Also jetzt mal ernst, ich bin komplett verwirrt gerade. Ich wollte gerade Bob Kelso sagen, aber das wäre falsch gewesen. There's got to be more in these files. Okay. Unabhängiges Gutachten. So, Versicherungspolice Nummer sowieso. Louis Jan Buchwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit für Elysian Fields Developments, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, 28. Januar um ca. 8.30 Uhr morgens, stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Gebiet, als ein Fehler im Firstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen zufolge rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte, sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt, fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des Firstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis Jan Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields... Da stinkt's doch schon. ...Developments keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 1947. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Wir spielen gerade echt Kerl, so ich bin das macht mich gerade fertig.
So, Brief an Elster Lichtmann enthält Details zur Versicherungsauszahlung und Untersuchungsbericht. Okay. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Das Ding ist, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, okay, sie kommt von Cole, ne? Sie ist von Cole geschickt worden. Ja, und trotzdem muss man hier ein böser Kopf sein. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you, I do not want the money. There's something wrong with that house. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Yes. I'm intrigued, Ms. Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Ms. Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Ms. Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Ms. Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address? Not the phone number. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Come on, I'll walk you up. Ja, ich bin gerade nur sehr irritiert, dass wir jetzt einfach wirklich Jack Kelso spielen, woran ich mich auch nicht mehr erinnere. Aber Elsa verdreht echt jedem hier irgendwie den Kopf, oder? Naja gut, jedem spielbaren Charakter. Bisher. Gott, so viele Türen. Und er spielt Golf. In seinem Büro. Mr. Benson? You wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's something... She's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs.
I can't make her take the money, sir. Deal with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Diese korrupten Drecksäcke. Allesamt. Und warum holt er sich immer nur einen Ball zurück? Wenn da doch 4 oder 5 lagen. Your car, Mr. Kelso. Danke. Thanks, kid. Gedrückt halten. Ach ja, stimmt. Jetzt in der Zwischenzeit werden wir ja nichts mehr finden. Wir werden jetzt ja auch keine Straßenverbrechen mehr lösen dürfen und so weiter. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wieso erinnere ich mich daran nicht mehr? Oder kam das auch mit einem DLC nachgeliefert? So, hi. Ich schaue mich einfach mal um, ja. Das ist komplett in Ordnung, glaube ich. Wellraven Eisenwaren und Baubedarf. Fletcher Drive, Los Angeles, California. Kunde, Elysian Fields. Lieferadresse, Baustelle 4105 Council Street. Gelieferte Ware, Portland Zement 2 Tonnen. Fundamentsand grob 8 Tonnen. Ein Viertel Zoll klassifizierter Zuschlagstoff. Viertel Zoll? Ja. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Aha. Schon mal gut zu wissen. Auch sehr schön, dass. Dass Jack sich da auch einfach gut auskennt. Dass ich mich jetzt nicht noch irgendwie in dieses Zeug reinarbeiten muss. Fangen wir mit dem kleinen Zettel an. Elysian Fields, Oxford Avenue, Wiltshire, Memo. Empfangsadresse Elysian Fields Developments, Baubüro, 4105 Council Street. Frank Osterman. Von Leland Monroe. Betreff Bauverlauf. Verzögerungen werden nicht geduldet. Leland Monroe. The man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Mhm. Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil 1 Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandie Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall am 28.01. zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Datum des Bescheids 22. September 1947. Bulldozing and starting again. Mhm. You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Ach komm, Leute, ernsthaft. I came to see the house where Lou Buckwalter das died. Das geht schnell. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down to the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Was für ein Idiot. Wir fahren selbst. Gut, ist auch kein langer Weg, mal davon abgesehen. Ich würde ungern wieder zurückrennen müssen, falls irgendwas passiert. Zerstörtes Elysian Fields Haus. Place falls down and then they bulldoze it. What gives here?
Not for construction use. Aber er guckt sich diese Sachen auch nicht irgendwie näher an oder so. Ach, gucken Sie mal, Herr Arbeiter. Ernst? Wow. Ach, Jack. Hi. Okay, dann rede halt nicht mit mir. Ist voll okay. Wieder, not for construction use. Hallo, können Sie mir helfen? Nee. Renn doch einfach weg. Let's try to piece this together. That's not right. They don't quite fit. Keystone Films. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Ach, ernsthaft. Wow. Schieß auf den Fahrer? Wie soll ich das? Achso. Wie soll ich denn auf den Fahrer schießen? Nun. Was zur Hölle? Okay, daran könnte ich mich definitiv erinnern. Das muss ein DLC-Fall sein. Ich kann mir das gerade nicht anders vorstellen. Das heißt, ich muss einfach abwarten. Okay, machen wir das so. Machen wir das so. Ich hier drüber. Darüber. Darüber. Dann darüber. Und dann überfährt er mich schon. Okay. Alter, was zur Hölle? Weil er hat ja sonst die Schaufel oben. Das ist ja irgendwie ungünstig. Warum rennt man dann auch da hinweg? Ach so, ich soll ihn gar nicht aufhalten. Nur verlangsamen. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, shit. Es ist sehr schwer, Arbeitsaufträge so genau zu lesen. Come on, Jack. Ja, komm, das haben wir. Und dieser Fall wird gar nicht weiter angeschaut. Also, dieser Vorfall wird gar nicht weiter angeschaut. Ich verstehe es schon. Okay, jetzt hat die Knarre weg. Alles klar. Hi.
Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Das klingt fast so, als müssten wir, also als hätten wir noch irgendwas anderes finden können. So, fährt er wieder automatisch hin. Habe ich jetzt mal so entschieden. Da kommt der mit einem Bulldozer. Das ist doch direkt schon Schuldeingeständnis, oder? Der weiß doch, dass da irgendwas schief läuft. Hi Mac, I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Ah, herrlich, wenn es doch so einfach funktioniert. Das heißt, die reißen das Filmstudio ab und die von der Baugesellschaft denken sich so, ach guck mal, dieses Holz, was für Filme, für Filmproduktion benutzt wird, das könnten wir doch für uns benutzen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Suburban Wohn. See what the rich and powerful have to say for themselves. Nun, Real should be nearby. Ist das eine Zeitung, die wir lesen können? Nö. Okay, die beachtet da auch nicht weiter an der Stelle. Alles klar. Ich wollte die Zeitung noch mal testen. Nice. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's vice president of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of.
Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a Gainwell or a telephone. Mm-hmm. In a great day for the future of Los Angeles, aber ich würde mich trotzdem gerne noch mal ein bisschen weiter umschauen. Also, das ist alles so, wirklich so eine Riesenverschwörung. Verschwörung. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aber ich glaube, wir verstehen uns an der Stelle. Und natürlich ist auch wieder Fontaine mit drin. Ganz klar. So, ich gucke mich trotzdem mal ein bisschen weiter um. Nochmal. Ich hätte das ja jetzt vielleicht auch ausgeschaltet, ne? Nur für den Fall, dass irgendwer noch vorbeikommt oder so. Mehr gibt's hier nicht. Okay, ich habe jetzt irgendwie noch damit gerechnet, dass man irgendwie noch das Holz findet, aber... Ach hier, hi, das Holz. Nehmen wir doch das. Komme ich hier rüber? Als... Minderwertige Qualität, nicht für den Bau geeignet. It's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Gut, dann hätten wir das geklärt. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Zeitung hinter ihm. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lichtman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight, do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Lou Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Auf Wiedersehen. Cool. Thank you. Mann, da ist noch eine Zeitung gewesen. Ah, verdammt. Aber ich muss sowieso nochmal alles durchrocken, wenn ich die Platin haben will. Von daher ist das schon okay. Jetzt kommt Kelso auch noch zum Blue Room. Da sieht er doch, also, da wird Cole doch auch rumhängen. Jetzt mal ganz im Ernst. War er das nicht sogar schon? Natürlich.
Das wird ein Gespräch zwischen Cole und Kelso. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risks. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help. He hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Nun, sollen wir doch mal nachschauen gehen, was da los ist? Wir können wieder rein? Nee. Moment, ich möchte... ich gehe jetzt noch mal dahin. Hey Cole, was machst du mit dieser Frau? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, verdammt. Lustig wäre es schon gewesen. Wow. Kann ich ihm... Ja. So, Keystone Film Studios. Da sind wir immer noch nicht fertig. Okay, aber das nächste ist dann Elysian Fields Gelände 2. Und ich glaube, dahin wird es beim nächsten Mal dann gehen, wenn wir weitermachen mit Jack Kelso auf der Jagd nach minderwertiger Bauqualität. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.